Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Novi, ich bin Obmann der Grünen Bildungswerkstatt. Ich freue mich, dass so viele hier den Weg hierher gefunden haben zu dieser Veranstaltung, die wir vier Veranstalter gemeinsam hier geplant haben. Die Politische Akademie begrüßt den Herrn Moser, das Renner-Institut, die Frau Abrahamczyk und den Herrn Jahl, Gastgeber hier in den Wiener Büchereien. Es ist ein Experiment, das wir da beginnen. Wir sind doppelt aufgeregt. Also wir sind zuversichtlich, dass das heute eine ganz spannende Veranstaltung wird. Wir sind aufgeregt, weil wir hoffen und jetzt eigentlich glauben, dass das keine Eintagsfliege ist und dass es Fortsetzungen geben wird, Krimi und politische Bildung, Märchen, ja, da gibt es ja einige Möglichkeiten. Ich möchte mich ganz herzlich beim Herrn Hochgatterer bedanken. Wir haben, glaube ich, jetzt das ist schon eine Weile her, bin ich an ihn herangetreten, nachdem ich einen Artikel gelesen habe, ich glaube, es war im Falter, wo er über gesellschaftliche Entwicklungen geschrieben hat und da dann die Herleitung auch über Kinderbücher gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, ja, das wäre doch ein Ansatzpunkt, auch ein bisschen die großen Fragen der Gesellschaft, Politik, den Leuten auf andere Art und Weise näher zu bringen, als wir es herkömmlich kennen. Wir als politische Bildungseinrichtungen stehen ja ein bisschen vor dem Problem, da etwas für etwas zu werben und Bewusstsein zu schaffen, das in einer Art und Weise diskreditiert ist, wie für alle Menschen, die sich für Politik oder Demokratie auch interessieren, besorgniserregend ist. Wir hoffen und wir glauben, dass den Zugang, den wir hier wählen, auf andere Art und Weise Interesse, Lust zu machen, das Politische sich anzueignen, zu lernen, Zusammenhänge zu verstehen, dass das uns hier gelingen wird. Ich möchte nicht sehr viel länger reden, weil wir einfach zwei großartige Gesprächspartner haben. Herr Hochgatterer ist Ihnen ja hier, glaube ich, auch bekannter Buchautor und Kinderpsychiater. Er hat es auch geschafft, Frau Nöstlinger hier zu uns zu bringen. Und ich würde hier gleich das Wort an Sie übergeben und wir freuen uns alle auf eine spannende Veranstaltung. Wo Sie wollen, Frau Nöstlinger. Links lieber, politisch. Kommt auf die Seiten an, wo man schaut. Herr Novi, ich finde es super, dass Sie gesagt haben, Sie sind nervös. Sie haben 3 Minuten jetzt gehabt. Ja. Ich bin es auch. Und angesichts dieser Massen vielleicht ein bisschen zu Recht. Ich finde es großartig, dass zum Thema Kinderbuch, in welchem Kontext auch immer, so viele Menschen kommen. Und ich glaube, es ist ganz der Christine Nöstlinger geschuldet. Ich glaube, es ist nicht mein Verdienst, dass Sie heute da sind. Ich glaube, wer war es? Der Christian Jahl? Es war der Verlag. Aber ich wäre auch so kommen. Der Widerstand war enden wollend, habe ich irgendwie festgestellt. Ich habe überhaupt keinen Widerstand geleistet. Warum sollte ich auch? Christine Nöstlinger trifft einen Kinderpsychiater. Das ist irgendwie nicht ganz spannungsarm. Ich habe mich auf der einen Seite natürlich und ehrlich außerordentlich gefreut auf den heutigen Abend und auf der anderen Seite war ich von Anfang an ein bisschen aufgeregt und habe mich ein bisschen gefürchtet. Und jetzt gehe ich gleich einen Übergriff, Frau Nöstlinger. Ja. Ich möchte mein Fürchten
dadurch ein bisschen illustrieren, dass ich eins Ihrer Gedichte vorlese. Tun Sie das. Zum Thema Christine Nöstlinger trifft einen Kinderpsychiater. Manche von Ihnen kennen es vielleicht, das ist das Gedicht vom nervösen Madel aus Über die ganz armen Kinder. Weil ich ein Nerverl bin, legt sie bei mir alles am Morgen. Meine Mama hat das auch. Regen wir uns auf, speien wir uns an. Ich speibe vor der Schularbeit und wenn wir die Schularbeit zurückkriegen, dann speibe ich auch. Mir regt's, wenn ich Einbrennsuppen sehe, mir regt's, wenn ich den Chorlonkel her, mir regt's, wenn ich nach dem Leiten ins Glas komme. Und mir regt's, wenn der Papa mit der Mama streitet. Wenn ich noch einmal in Suppentöller speibe, hat der Papa gesagt, dann muss die Mama mit mir zum Doktor gehen. Aber das geht nicht. Wenn ich nämlich das Wartezimmer vom Doktor sehe, dann speibe ich mich an. Jetzt sitzt der Kinderpsychiater, also der Doktor, mit der Christine Nöstlinger da, die so über Kinder schreibt und hat eigentlich kinderpsychiatrisch nichts mehr zu sagen, denke ich. Aber beim Psychiater hat man selten ein volles Wartezimmer. Also so charmant vom Speiben ausgenommen wurde ich überhaupt noch nie. Das ist sehr nett von Ihnen. Frau Nöstlinger, das müssen Sie jetzt über sich ergehen lassen. Ich möchte die Christine Nöstlinger, Ihnen allen, die Sie klarerweise kennen, ganz kurz vorstellen. Ich habe das gezählt und Sie werden mir gleich sagen, ob ich mich verzählt habe. Ab dem Jahr 1970 mehr als 150 Bücher geschrieben? Ja, angeblich, ja. Ja? Nein, aber ich schränke gleich ein. Da wird jeder Titel aufgezählt. Bitte, so ein Buch wie das vom Franz, ich glaube, da habe ich 16 Stück geschrieben. Ja, na Gott sei Dank haben Sie die geschrieben. Wenn man das auf DIN A4-Format macht mit normaler Schrift, sind der Text vielleicht 3 Schreibmaschinenseiten. Und 16 solche und 16 Mini sind 32, also... Jetzt fangen wir gleich zum Streiten an. Wenn ich dagegen halte, wenn Sie den Text von Maurice Sendak, wo die wilden Kerle wohnen, auf DIN A4 Seiten... Ja, ist eine halbe Seite. Dann, also, die DIN A4 Seiten Argumente, ich weiß nicht, ob die wirklich zählen. Naja, aber der Mensch hat dafür göttlich gezeichnet. Sie haben auch nicht ganz ungöttlich gezeichnet, möchte ich nur sagen. Ich war Mittelmaß, darum habe ich aufgehört. Aber studiert im Zeichnen. Studiert habe ich, ja. Ich komme über die erste Zeile nicht hinweg. Oh, ich bin schon still. Mehr als 150 Bücher für große, kleine und auch für ganz kleine, wo ganz wenig Text drinnen steht. Ich kann mich erinnern, wie heißt das? Sepp und Seppi? Ja. Ja. Ist lang her. Aber ist ein großartiges Buch, viele Bilder, wenig Text. Mein Sohn hat es geliebt. Sie sind dafür verantwortlich, dass wir genau diese Figuren kennen aus den Serien, wie 16 Franz-Bücher. Wir kennen den Franz, wir kennen die Mini. Ja. Das waren, glaube ich, ein bisschen weniger als 16. Wir kennen Dani Dax. Wir kennen Gretchen Sackmeier. Und dann gibt es... Dann gibt es noch eine Figur, von der ich jetzt nicht rede, die weil ich es auch nicht gelesen habe, und das ist nicht Zufall, Pudding Pauli. Ja. Ja. Wie ist der so? Na, das sind halt Krimi-Geschichten für Kinder. Und ich habe mich vor Figuren, die Pauli heißen, immer ein bisschen gedrückt. Muss es, soll ich es lesen? Schon. Ich glaube, es macht schon Spaß. Ja. Die Christine Nöstlinger hat Kolumnen für Zeitungen geschrieben, Drehbücher für Fernsehfilme und Fernsehserien, Hörfunkbeiträge. Diejenigen unter uns, die alt genug sind, werden sich an das Jahr 1979 erinnern, an das Jahr mit G.J. Wischer Junior,
der dann warum eigentlich gestorben ist? Ja, das war sozusagen die Schere im Kopf der Obrigkeit. Es hat einmal der Gerd Bacher irgendwo gesagt, der gefällt ihm nicht recht. Und dann sinterte das so herab, bis es zu mir kam. Und außerdem, ich wollte doch ein Jahr eh nicht mehr. Und es ist wahnsinnig schön, wenn man mit etwas aufhört, solange es noch sehr begehrt ist. Ist es besser, wie wenn man es noch 3 Jahre macht und dann sagt jeder, Jösters, der geht mir schon auf die Nerven. Ist aber Folgendes passiert. Ich treffe Menschen, die mir erklären, sie haben das jahrelang gehört. Naja. Der DJ hat mich durch meine ganze Schulzeit begleitet. Ich verstehe das. Kann man sich was Besseres wünschen? Ja, ey, wenn Sie mich gefragt hätten, bevor ich dann nachgelesen habe, hätte ich auch gesagt, na, eben bei mindestens 3 Jahren hat es den DJ Wischer gegeben. Es gab ihn ein Jahr. Genau. Und außerdem war er dem ORF zu teuer. Damals ein netter Mensch hat angefangen, mich nach Kabarett dem Tarif zu bezahlen für den DJ. Und das war doppelt so viel wie für andere Sendungen. Und irgendwie, aber jedenfalls, der Gerd Bacher hat es angeblich nicht wollen. Ich saß aber damals mit dem Gerd Bacher im Festwochenkomitee und einmal sagt er dann zu mir, ah, den DJ machen Sie nimmer? Sag ich, nein, mache ich nimmer. Sagt er, warum nicht? Habe ich gesagt, weil Sie es angeblich nicht wollen, aber... So geht's halt in Österreich. Und das hat mit dem Thema des heutigen Abends garantiert nichts zu tun. Nein. Nein, gut. Preise, mehrmals den österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur, mehrmals den Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien. 1984 die Hans-Christian-Andersen-Medaille, 1986 den Nestroy-Ring der Stadt Wien. 1998 den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz im Denken und Handeln, 2003 das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse und auch 2003 den Astrid Lindgren Memorial Award. 2011 das große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und 2012, und damit wartet man so wieder irgendwie beim Thema, den Bruno Kreisky-Preis für das publizistische Gesamtwerk. Frage zu den Preisen. Ärgert man sich als Kinderbuchautorin eigentlich darüber, dass keine Kinderbuchautoren jemals einen Nobelpreis gekriegt haben? Nein. Ich meine das jetzt ganz ernst. Nein, ärgert man sich nicht. Also ich ärgere mich über so etwas nicht. Es mag Autoren geben, die das ärgert, mich ärgert es nicht. Verstehen dieser Sie's? Astrid Lindgren Award, der kriegt man zwar nicht so viel Geld wie für einen Nobelpreis, aber man kriegt trotzdem sehr viel Geld, also so ist es nicht. Und es ist halt so ein Kinderliteratur-Nobelpreis. Verstehen tue ich schon, dass man den nicht kriegt, weil einfach die Sicht auf Kinderliteratur halt so in der Öffentlichkeit so ist. Ich meine, allein das Wort Kinderliteratur gibt es überhaupt noch nicht lang. Das hat, soweit ich weiß, als erster mein alter Verleger, der Hans-Joachim Gelberg vom Belz Verlag, eingeführt. Vorher gab es eben Kinderbücher und die waren eigentlich nichts anderes. Ja, sagen wir, pädagogische Pillen eingewickelt in ein Geschichtelpapier. Das ist was zum Aufschreiben. Ich kann mich an Diskussionen mit so, ich habe die immer genannt, die kindertümlich befassten Personen erinnern, wo einem sogar erklärt wurde, waren Psychologen auch dabei, ja, dass das nicht geht, dass ein böses Verhalten eines Kindes erst 40 Seiten später sozusagen geahndet wird. Oder die Folgen erscheinen, weil das die Kinder kennen nicht so lang zusammenhängen.
Es muss gleich auf der nächsten Seite also zu ersehen sein, was der falsch dran war. Und solche Diskussionen gab es in den 60er, frühen 70er Jahren noch. Und diese ewige Gelaber um die heile Welt und die unheile Welt. Und das hat damals erst angefangen. Also vielleicht, dass in 20, 30 Jahren habe ich früher die Hoffnung gehabt, also auch Kinderliteratur mehr geachtet wird, aber es hat eher wieder abgenommen. Die große Blüte erlebte die Kinderliteratur in den 70er, 80er Jahren. Da hat sich was Neues getan. Jetzt tut sich ja nichts Neues mehr. Na? Also vielleicht lebe ich in Unkenntnis, aber ich sehe es nirgendwo. Ich habe den Verdacht, ich lebe sowieso in Unkenntnis, was die Kinderliteratur betrifft. Aber sind so lieb, sagen Sie die schöne Definition noch einmal. Welche? Was Kinderbücher sind, das mit der was Pädagogik. Was habe ich denn da gesagt? Pädagogische Bilden. Pädagogische Bilden. Mit Pädagogikbilden eingewickelt in Geschichtelpapier. In Geschichtelpapier. Ja. Glaubst du was? Ich habe, wie wir, also um zumindest so zu tun, ja, als würden wir uns vorbereiten auf dieses Gespräch, heute Abend habe ich Sie angerufen und habe Ihnen am Telefon, weiß nicht, ob Sie sich erinnern, gestanden, dass ich kein Christine Nöstlinger Experte bin und dass ich klarerweise meinem Sohn oder meiner Frau, und die haben unserem Sohn Nöstlinger Bücher vorgelesen, aber meinem Eindruck nach nicht so arg viele, und vor allem die Franz Bücher, an die konnte ich mich erinnern, und Sie haben drauf gesagt, aber so politisch sind die nicht. Ja. Und daraufhin habe ich gemerkt, zwei Dinge, oder eins habe ich gemerkt, das andere habe ich getan. Ich habe gemerkt, dass ich mir unpolitische Christine Nöstlinger Bücher eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Und dass meine Erinnerung an die Franz Bücher immer eine Erinnerung an politische Bücher jetzt in einem weiteren Sinn waren. Und dann, dann habe ich nachgeschaut und nachgezählt, also in der Schachtel, in der Kinderbuchschachtel vom Johannes, von unserem Sohn, und dann bin ich doch immerhin auf 20 Nöstlinger Bücher gekommen. Neben Franz auch Mini und eben Sepp und Seppi und Dani Dax und ein paar andere. Das heißt, ich habe dann irgendwie die Erkenntnis gehabt, die viele von uns haben, nämlich, dass alle unsere Kinder in irgendeiner Form Christine Nöstlinger sozialisiert sind. Das heißt, sie tragen viel Verantwortung. Ja, ich bin mir der Verantwortung nicht bewusst, nämlich der Verantwortung meinen Lesern gegenüber, na eher, das sage ich jetzt schon irgendwie selbstkritisch, ich bin mir der Verantwortung mir gegenüber bewusst. Das bezieht sich also auf die Qualität dessen, was ich produziere. Aber der Verantwortung gegenüber meinen Lesern, die sehe ich eigentlich nicht so direkt. Ich meine, ich schreibe nie etwas, und das tut eigentlich kein Kinderbuchautor, etwas Böses, wo man sagt, also das ist ja ganz schrecklich. Ich kenne keinen rechtsradikalen Kinderbuchautor, ich glaube, das gibt es nicht, will ich hoffen. Ansonsten sehe ich die Verantwortung, die ich meinen Lesern gegenüber habe, eher im Nicht-Politisieren. Ich meine, natürlich, jedes Buch ist irgendwo politisch. Und ein ganz Buch, das als ganz unpolitisch gilt, ist in dem Sinn auch politisch, weil es die herrschenden Zustände verfestigen will, nicht? Und über Missstände ein Tuch entdeckt. Aber ich habe am Anfang, habe ich also schon politisch mehr herumgefuhrwerkt in meinen Büchern, und mir dann irgendwie, ich glaube, das ist eine Sache des Alters, dachte, mein Gott, das ist eigentlich nicht richtig, dass man Kinder, ich will nicht sagen indoktrinieren, aber sie auffordert, etwas zu tun,
Und damit stehen sie auch Lato. Aber jetzt bin ich schon neugierig. Was meinen Sie mit herumgefuhrwerkt und indoktrinieren? Na, wenn Sie sich mein erstes Buch anschauen. Das habe ich mir angeschaut. Die feuerrote Friederike, ich meine, ich muss ja heute irgendwie grinsen, das ist ja sozusagen angewandter Kinderernstbloch, nicht? Ah ja. So war ich halt damals. Aber also ich würde heute... Das kann man nicht so einfach stehen lassen. Die Farbmetaphorik oder was ist... Nein, das Land, in das sie da reisen, ein bisschen fliegen mit den feuerroten Haaren und sozusagen, es geht um einen aufrechten Gang, es geht um, alles wird besser in diesem Land und es ist sozusagen die sozialistische Zukunft. Nicht? Soll ich Ihnen vorlesen? Ich habe es wirklich geglaubt, dass wir die jetzt schon haben. So naiv war ich ja. Echt, also mir hat das 1968 habe ich mir gedacht, die Kinder, für die ich schreibe, wenn die einmal groß und erwachsen sind, haben die ein ganz anderes Leben, leben die in einer sozialistischen Welt und daher kann man ihnen sehr viel zumuten. Mhm. Ja, das glaube ich halt nicht mehr. Was von beiden? Dass man ihnen viel zumuten kann oder dass sie in einer sozialistischen Welt dann leben? Beides. Ich glaube nicht, dass sie in einer sozialistischen Welt leben und glaube daher, dass man ihnen nicht so viel zumuten kann. Ich hab mal, weil mir das so gut gefallen hat, dass die Anne Stöhr extra Aussage geschrieben. Es gibt ein Land, Sie wissen das, es spielt nicht nur die feuerrote Friederike, sondern auch ein rotes Buch eine Rolle in der feuerroten Friederike, das nicht ganz leicht zu entziffern ist, aber wenn man irgendwie gescheit genug ist oder die Tante ist, dann kann man das. Dort heißt es, es gibt ein Land, dort sind alle Menschen glücklich, alle Kinder werden dort sehr gescheit, sie gehen in schöne Schulen, kein Kind wird ausgelacht. Alle helfen einander. Die Väter und Mütter müssen dort nicht sehr viel arbeiten. Keiner will reicher werden als die anderen. Wenn dort jemand gar nichts arbeiten will, geben ihm die Leute auch alles umsonst. Sie sind nicht geizig. Ja. Die meisten Menschen arbeiten aber trotzdem. Es macht ihnen Spaß. Also ja. Mir gefällt drei das Stunden schon. Drei Stunden lernen, drei Stunden forschen. Ne? Das hat schon was. Naja. Nein? Natürlich hat es was, ja. Aber ja. Nur ich glaube halt heute nicht mehr daran, dass das demnächst so kommt. Damals, das glaube ich auch, das damals glaub ich auch haben mein Mann und ich dran geglaubt, also in den frühen 70er Jahren. In den 80er Jahren haben wir gesagt, nein, unsere Ideen müssen überwintern, ja. Aber die überwintern jetzt schon sehr lang. Ich muss ein bisschen zu meinem Konzept so gesehen, schon wurscht. Aber sozusagen, das haben Sie mir auch gefragt am Telefon, wie ich gesagt habe, naja, das mit den Franzbüchern, ich sehe das schon politisch, haben Sie gesagt, naja, es kommt darauf an, wie man das Politische definiert. Daraufhin habe ich nach Definitionen für das Politische gesucht und ich habe eine total allgemeine gefunden, die mir sehr gut gefällt und die von der Hannah Arendt ist, aus Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlass. Und da sagt die Hannah Arendt, Politik heißt anfangen können. Und das finde ich irgendwie sehr schön eigentlich. Sozusagen die Freiheit zu haben, neu beginnen zu können. Und das ist für mich übrigens auch in diesen doch sehr idealisierenden Sätzen drinnen, die ich gerade vorgelesen habe aus der Feuerroten Friederike. Ja. Also das, ich denke jetzt noch über das Politik heißt anfangen können. Ja. Da müsst ihr die jetzt länger nachdenken. Das wurscht, gelingt mir nicht. Ich frage Sie, das, was ich Sie fragen will, ist,
Wie ist das, was Sie selber für sich das Politische nennen würden, in Sie hineingekommen, in Ihrer eigenen Geschichte? Ja, von Anfang an war ich eigentlich, ich kam 36 auf die Welt, soweit ich mich zurückerinnere, war ich immer unter Menschen, die politisiert haben, die mit dem herrschenden Regime nicht einverstanden waren und die vor allem sich kein Blatt vor den Mund nahmen. Ich habe von Anfang an eigentlich gewusst, dass ich in Feindesland lebe. Dass man gewisse Sachen außer Haus nicht sagt, was man übrigens Kindern gar nicht beibringen muss, zumindest Kindern wie mir. Ich habe ganz genau gewusst, was ich wo sagen kann und was ich wo nicht sagen kann. Meine Großmutter, die ziemlich ordinäre, merkwürdige Frau war, die hat auf den Hitler geschimpft, also das war ja unüberhörbar im ganzen Häuserblock. Nicht? Meine Mutter war Kindergärtnerin, hatte ein Disziplinarverfahren, weil sie sich geweigert hat, Kindern Hitlerlieder beizubringen, hat es durchgestanden, ist zwar, wenn es von der Gestapo heimkam, war sie immer übersät mit brandroten Flecken, das vor Aufregung gehabt hat, aber sie war dann mit 34 Jahren Pensionistin der Gemeinde Wien, weil sie das durchgestanden hat, wobei ich nicht weiß, ob da nicht auch beteiligt war ihr Bruder, der ein Obernazi war. Auch durch diesen Konflikt, meine Mutter, ihr Bruder, die Streitereien, der Ober-SSler und die alte Sozialdemokratin, hat man ja als Kind auch alles erfahren. War das, das ist jetzt durchaus auch eine kinderpsychiatrische Frage. Können Sie sich erinnern, dass Sie sich gefürcht haben in der Wahrnehmung dieser Dinge? Oder waren die Personen, die das vertreten haben, so sicher in ihrer Haltung, dass Sie auch das Gefühl gehabt haben, mir kann nichts passieren? Ich habe mich, glaube ich, nicht gefürchtet. Mir ist meine Mutter irgendwie so mächtig vorkommen, dass die mich beschützt. Ich bin mir aber, das ist sehr eine starke Erinnerung von mir, ich bin mir schuldig vorkommen am Tod von Herrn Fischl. Der Herr Fischl war einer der wenigen Juden in der Gegend in Herrenalls. Ich habe ihn nicht gekannt, weil ich war ja noch viel zu klein. Und meine Mutter, deren Herz ja auch immer auf der Zunge lag, die hat immer erzählt, wie sie da vom Kindergarten heimging. Und da hat sie gesehen, wie der Herr Fischl zuerst mit dem Zahnbürstel den Gehsteig hat müssen putzen und wie sie ihm dann auf das Lastauto geschupft haben und dass der ins KZ gekommen ist. Und dann hat sie immer dazu gesagt, wenn ich nicht zwei Kinder gehabt hätte, dann wäre ich ja reingefahren. Das war halt ihre Entschuldigung, dass sie nichts tat. Aber für mich als Kind war das ganz sicher, dass, wenn meine Mutter reingefahren wäre, dass der Herr Fischl noch leben tät. Und dann habe ich mir gedacht, naja, weil es mich gibt, gibt es den Herrn Fischl nicht mehr. Wie war das mit Ihrem Vater? Mein Vater, ja, der war sozusagen mein Lebensmensch. Ich bin nämlich bei meinem Vater Kleinkind gewesen. Meine Mutter hat gearbeitet, die hat einen Job als Kindergärtnerin gehabt. Mein Vater war arbeitslos und hat mich betreut. Und als Baby, also bis er 1939 zum Militär müssen hat, war er sozusagen für mich die Mama. Nicht?
was üblicherweise die Mama ist. Und er war eine sehr herrliche Mama. Er hat also, zum Beispiel, er hat mir nie eine Windel gegeben als Baby. Er hat erklärt, eine Windel, das ist wie ein Prisnitz-Umschlag. Ich glaube, Prisnitz-Umschlag ist irgendein nasser Wickel um den Hals oder sowas. Und ich kann mich nicht daran erinnern, es wird nur erzählt, aber jedenfalls habe ich auch im Bett keine Windel gehabt. Und er hat sich immer das Gitterbett zu seinem Bett gestellt. Und ich habe ins Bett gemacht und in der Nacht, wenn mein Bett nass war, bin ich zu ihm rübergerochen und habe bei ihm Unterschlupf gefunden. Und er hat mich eigentlich also auch sehr beschützt. Da gibt es diese Erinnerungen. Er war ja riesengroß, 1,97 Meter. Und irgendwann einmal bin ich angehauen. Und meine Mutter hat mich überall gesucht. Ich war so 2,5, 3 Jahre alt. Und dann hat mich wer heimgebracht. Und dann kam meine schnaufende Mutter und hat halt hier auf mich hingekeift. Nicht? Da hat sich davon gerannt und weiß Gott was. Und mein Vater hat mich gepackt und hat auf seine Schultern gesetzt. Und ich bin da ganz oben gewesen, an der Decke, auf seine Schultern und habe auf die kleine, dicke Frau da oben geschaut. Und das war so ein Gefühl, mir kann auf der Welt nichts passieren. Das ist überhaupt, es wird ja immer behauptet, wenn Familien streiten und die Leute verfeindet sind, dann geht es den Kindern ganz schlecht. Das wird auch meistens so sein. Aber in meiner Familie war es so, dass alle verfeindet waren miteinander. Und jeder hat mich mögen. Und das war eigentlich sehr herrlich. Ich habe immer ein paar gehabt, wenn einer auf Migrantik war, bin ich zu jemand anderem gegangen und der hat mir dann völlig recht gegeben. Oh, am Smadl, hat dann mein Großvater gesagt. Und so. Also mir ist es nicht schlecht gegangen, obwohl alle verfeindet waren. Und der Papa war sowieso der Größte und Stärkste. Und der Schönste. Meter, der ja. Schönste, ja. Und der Gescheiteste. Ja. Und er war politisch, wenn ich das richtig... Übrigens, ich mache jetzt gleich zwischendurch einmal Werbung. All diese herrlichen Dinge können Sie in dem Buch nachlesen, dass es dann da hinten, glaube ich, auch zum Kaufen gibt. Ja. Also mein Vater war sehr politisch, ja. Der ist also, ich glaube, irgendwo aus der Jugendorganisation der Sozialisten ausgeschmissen worden, weil er zweitlinks war. Das aber meinen Sie, wenn Sie die Haare der Friederike als nicht nur karottenrot, sondern... Wie schreiben Sie? Ich weiß jetzt nicht auswendig. Noch tiefer rot beschreiben. Ich glaube, soweit ich mich erinnere, sind die gemischt. Verschiedene Rot, aber bitte, es ist über 40 Jahre her, ich weiß nicht mehr so genau. Gut, jetzt habe ich Sie unterbrochen. Nein. Er war zweit links? Naja, irgendwie ist er da entfernt worden, weil ich glaube, es muss vor 34 gewesen sein. Er hat da eigentlich nie so drüber geredet. Oder ich habe es vergessen, das weiß ich nicht, hat mich nicht so interessiert. Meine Annäherungen an die SPÖ waren ja auch sehr skurril. Nicht? Ich war so schüchtern, ich wollte, glaube da war ich 14, wollte zu den sozialistischen Mittelschülern gehen. Und da habe ich mich aufgemacht, in die Werdertorgassen habe ich mich noch traut. Und dann bin ich da, ich glaube, im 4. Stock rauf. Und da war natürlich war der VSSDÖ dort und die Mittelschüler. Und da habe ich dahinter Stimmen gehört. Und ich habe mich nicht reingetraut. Ich bin mit klopfenden Herzen davor gestanden. Da habe ich gedacht, ja, da stehen so Leute drin. Und was sage ich dann? Dass die hautfroh gewesen waren, wenn sie ein Mitglied gekriegt hätten, das... habe ich überhaupt nicht kapiert und dann bin ich heimgegangen und dann hat mein Vater hämisch gesagt, ja Mensch, da geht man ja auch in die Sektion. Und dann hat er mich in die dann bin ich in die Sektion gegangen, dort habe ich mich eingetraut, weil die war beim Wirten im Hinterzimmer und den Wirten habe ich kennt, aber
es hat mir nicht sehr gefallen. Dazu war nur meine Lateinlehrerin dort. Und das war also äußerst ihr unangenehm. Ja. Das war die Frau Professor Kohl, die immer geheißen hat, das kleine Gemüse. Und das kleine Gemüse hat das gar nicht gern gehabt, dass ich dort. Weil sie staturmäßig klar war. Ja. Ich kenne sozusagen, ihre Tochter, haben wir zuerst festgestellt, ist ja auch Jahrgang 61 wie ich, ja. Das heißt, ich bin definitiv eine andere Generation. Und ich kenne das auch von den Erzählungen meines Vaters, so diese, der am Land aufgewachsen ist und irgendwie war es politisch ein bisschen anders, aber diese Kriegsgeschichten, die alle irgendwie so ein bisschen schon wie Abenteuergeschichten klingen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich vor Augen führt, was da bei Ihnen zum Beispiel passiert ist, das muss ja ganz furchtbar gewesen sein. Also wie war das mit dem Puppenhaus und mit den Bomben, die ins Haus reinfliegt? Naja, dann ist halt ein halbes Haus weg. Nein, nicht eins, sondern ihrs, oder? Ja, aber es ist immerhin ein halbes ist noch gestanden. Und im Keller war man nicht wirklich verschüttet, also... gemessen an dem, was in anderen Städten passiert ist, wenn ich mir heute so Dokumentationen aus Deutschland anschaue oder so, war das in Wien nicht so dramatisch. Also es war sicher nicht so, dass man jede Nacht im Keller war oder so. Und es war erst in der letzten, im letzten Jahr oder im letzten Dreivierteljahr. Aber lustig war die Zeit sicher nicht. Aber für mich als Kind, ich habe keine andere Zeit gekannt. Das Wort Frieden war für mich ein merkwürdiges Wort in der Diktion. Wenn ich gesagt habe, Mutti, was ist Frieden? Oh, wenn es wieder Schinkensemmen gibt, hat sie gesagt. Nicht? Aber sonst habe ich mir unter Frieden nichts vorstellen können. Und natürlich habe ich mir schon vorgestellt, weil das habe ich von meiner Großmutter immer gehört und auch von meinem Großvater, mein Vater war ja nicht da, der war in Russland, dass nach dem Krieg alles anders sein wird. Mein Großvater hat immer gesagt, die Sozialdemokratie, der hat immer eine Zeit drin gehabt in der Demokratie, die kommt dann und dann ist alles herrlich. Und alle Nazis sind weg und wenn man 8 Jahre alt ist, dann denkt man halt meistens sehr schwarz-weiß. Nicht? Ich habe das wirklich geglaubt. Dann ist jetzt der Krieg muss verloren sein. Und ja, dann ist er verloren gewesen. Und jetzt habe ich halt gewartet, dass alle Nazi weg sind. Waren aber nicht weg. Der Einzige, und der hat mich wirklich, es klingt besser, wenn ich das sage, aber es hat mich tief zufriedengestellt, war der Blockwart. Der hat nämlich einen Schuss da oben gehabt und das war dann so ein Trichter. Das ist schlecht verheilt vor allem. Das ist schlecht verheilt, das war da so ein Kegel nach innen mit sehr vielen Narben und ich habe mir immer eingebildet, ich sehe sein Hirn pulsieren, was sicher völlig falsch war, aber ich meinte das. Und den habe ich mir immer mit sehr viel Genuss angeschaut und habe mir gedacht, ja, der hat das gekriegt, was er verdient. Hirne pulsieren nicht in der Regel. Und ich habe immer noch keine Schinkensemme gehabt und die Nazi bei uns im Haus waren 6 Wochen Erbsen pflücken, glaube ich. Und, das war und dann waren sie wieder da. Dann waren sie wieder da und haben immer noch mehr gehabt bei mir und das hat mir nicht gefallen. Was mich auch jetzt im Kontext mit Kinderbüchern interessieren würde, ich weiß nicht, ob Sie das sagen können, wann haben Sie, Sie haben zuerst gesagt mit 8, in welchem Alter haben Sie zum ersten Mal irgendwie so ein, nicht nur das Gefühl gehabt, es gibt Leute, denen darf ich was sagen und dann gibt es Leute, bei denen ist es besser, sie hören das nicht, was ich sage, sondern wirklich das Bewusstsein gehabt, es gibt so etwas wie politische Lager. Ja, natürlich, wie ich ins Gymnasium gekommen bin, dann habe ich gemerkt, dass ich wieder im Feindesland bin. Erstens einmal, natürlich, das hat auch mit Politik zu tun.
hätte ich schön sprechen sollen. Ja? Ich konnte aber nicht schön sprechen. Habe ich nie gelernt. Also bin ich eher verstummt und habe mich auf Mathematik verlegt. Nicht? Das geht leichter. Kurz nur. Naja, ich habe immer gute Noten in Mathematik gehabt. Und dann war es ja ein völlig ein schwarzes Gymnasium. Zwischen erzkatholisch und... Wo sind Sie gegangen? In Hanois, in der Kalvarienbergasse. Die Frau Hofrat Danielski war die Direktorin. So eine dicke Wuchtel, die immer da so Kleider hatte mit Cue de Paris, hinten so mit einer Maschen am Po und da immer so lockern und völlig, also dass es so etwas wie Sozialdemokratie gibt und das haben wir ja dort überhaupt nicht erfahren und der ganze Unterricht war einfach so, dass ich dagegen war. Und ich bin auch dauernd angeeckt. Das war auch dann nach dem Krieg, wie es wieder dann die ersten Kästner-Bücher gab, zum Beispiel, haben wir da, ich glaube, es war im zweiten Gymnasium, hat die da angefangen von der Französischen Revolution. Und ich wusste ja aus einem Kästner-Buch, warum die gekommen ist. Wegen der Marie Antoinette, die gesagt hat, dann sollen sie doch Kuchen essen. Das schreibt der Kästner so in seinen Nachdenkereien. Nicht? Und dann habe ich mich halt zu Wort gemeldet, dass ich weiß, warum die gekommen ist. Ne, und da hat man nicht einmal eine Antwort gekriegt. Das war halt dann so ein Wegwischen, dass man nicht so einen Blödsinn reden soll. Und alle Lehrer waren eigentlich total stockkonservativ. Außer dem kleinen Gemüse. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im zweiten Teil meiner Frage. Also der erste war so, wie ist das Politische in Sie hineingekommen? Der zweite Teil ist naturgemäß, wie ist die Literatur in Sie hineingekommen? Na, das war eher... Ich habe das Pech gehabt, in ein Gymnasium zu gehen, wo anscheinend niemand Zeichner hat können. Und ich konnte es mittelmäßig gut. Und da galt ich halt als großes Zeichentalent. Und das hört man natürlich gern. Und außerdem hat man ja auch nicht die Maßstäbe, um zu kontrollieren, ob man wirklich gut oder schlecht ist. Und so ganz furchtbar schlecht war ich also nicht. Und die Aufnahmsprüfung auf die Akademie habe ich schon geschafft. Aber dann im Lauf des Studiums habe ich halt schon gemerkt, dass ich nicht wahnsinnig talentiert bin. Die Ideen waren gar nicht so schlecht, aber wie der Herr Präsident der Akademie oft sagte, es gibt auch Rembrandts ohne Hände. Nicht? Handwerklich war ich wirklich nicht gut. Und im Kopf schon, aber... Ich habe es aber brav fertig gemacht, weil es mir einfach damals unvorstellbar war, 2 Jahre etwas zu studieren und dann zu sagen, daheim, sorry, ich fange lieber was anderes an. Das war damals auch nicht üblich, so wie heute. Das wäre einfach nicht gegangen. Hätte es was anderes gegeben, dass Sie lieber angefangen hätten? Ich glaube, Psychologie hätte mich interessiert. oder Soziologie war ganz neu damals und solche Sachen. Ich habe auch geliebäugelt mit Mathematik, aber was wird man dann? Kleines Gemüse oder so. Na, Lehrer wollte ich also nie. Nein, das wäre überhaupt nicht in Frage gekommen. Das war also, schrecklich. Ich will niemanden, vielleicht, wenn man in einer alternative Schule hat, wo man ganz anders unterrichten kann, aber ich will niemanden zu etwas zwingen und ich will mich nicht zu nichts zwingen lassen. Und
Außerdem ein Mensch, der sein ganzes Lebtag lang in die Schule geht, bitte. Jetzt fragen wir nicht die Heidi Schaut, wie das ist. Ich versuche sie jetzt trotzdem zu zwingen, zurück zur Frage, wie die Literatur in die Christine Nöstling hineingekommen ist. Dann habe ich eben diese Akademie fertig gemacht und dann habe ich einfach nicht mehr, das war für eine schlechtere Zeit wie heute. Damals hat man als junger Grafiker, da hat man sich eine Mappe zusammenstellen müssen und da gab es ja noch nicht solche Werbeateliers wie heute. Da hat jede größere Firma so eine eigene Glanzwerbeabteilung gehabt und dann hat man müssen mit der Mappe von Firma zu Firma gehen und sich andienen, ob man nicht vielleicht ein Plakat machen könnte oder so. Das ist mir alles nicht so gelegen. Und dann habe ich halt das gemacht, was man in Wien sagt. Ich habe mich ins Leo gestellt. Nicht? Ich bin schwanger geworden, habe müssen heiraten und war der Herr des Berufs enthoben. Aber irgendwo Hausfrau und Mutter sein, dazu hatte ich mich nicht entworfen. Das war es nicht. Das ist schön formuliert. Das ist nicht von mir, das ist vom Toderer. Ah ja. Das habe ich aber auch so schön gefunden, darum sage ich es so gern. Jetzt habe ich mir halt überlegt, was kann ich denn tun? Und da ich ja Zeichner gelernt habe, habe ich also dann diese feuerrote Friederike zeichnet, ja, wie immer zeichnet, dieses Mandel da vor mich hin, auf irgendwelche kleinen Zetteln oder so. Und dann habe ich halt die Geschichte dazu erfunden. Und naja, dann wahrscheinlich, wenn nicht der erste Verlag das nicht sofort genommen hätte, hätte ich mir damals auch nur gedacht, ah, das kannst du auch nicht. Und hätte mich halt weiter den Hausfrauen und Mutterdasein ergeben. Aber wir Psychos sind peinlich in der Frage nach dem Ursprung. Wie ist diese Friederike in Sie hineingekommen? Wer hat Ihnen Geschichten erzählt als Kind? Wer hat Ihnen vorgelesen? Wer hat Ihnen irgendwie Bücher gegeben zum Lesen? Das muss ja vorher irgendwo... Also vorgelesen hat mir nie jemand. Aber alle Leute eigentlich in meiner Familie haben Geschichten erzählt. Meine Mutter war zuständig für Märchen. Die hat es wunderbar erzählen können, die Märchen. Die hat sogar zu Wege gebracht, dass, wenn sie Hortkinder betreut hat, so 10-, 11-Jährige, sogar die wollten von ihr Märchen hören. Und wenn sie das Märchen erzählt hat vom Katerlieschen, dann hat sie müssen ewig Geld verteilen. An den kann ich mich nur erinnern, dass die Kinder mit offenem Maul gesessen sind und sie immer einen Schilling dir und einen Schilling dir und einen Schilling dir. Also die hat das sehr gut kennen. Und mein Großvater, der hat uns jeden Tag, meiner Schwester und mir, eine erfundene Geschichte erzählen müssen. Da haben wir ihm oft die... Müssen. Ja, müssen. Da haben wir ihm oft die Wörter geliefert und dann hat er erzählt. Meistens hat er erzählt aus seiner Kindheit. Er war ganz ein lieber Mensch, aber ein sehr feiger Mensch. Und da hat er eben immer von einem ganz einem kleinen, tapferen Großvater erzählt. Wir haben natürlich gewusst, dass das keine wahren Geschichten sind, haben es aber sehr gern gehört. Und so haben es alle. Mein Vater hat, naja, nach dem Krieg dann, obwohl er mein Lebenswunsch war und ich ihn wahnsinnig geliebt habe, aber seine Kriegsgeschichten sind sogar mir auf die Nerven gegangen. Aber ich glaube, das passiert jedem Menschen dieser Generation, der 5 Jahre in Russland war, dass er dann ewig davon reden muss. Und zum Thema Mutter und Märchen. Ja.
Wissen Sie noch, wie der erste Satz der Friederike geht? Das ist mir aufgefallen. Es war einmal ein kleines Mädchen, genau. Glaube ich, fängt es an. So fängt es an. Ja. Das heißt, und dass sozusagen die literarische Laufbahn der Christine Nöstlinger so klassisch anfängt, wie es klassischer gar nicht gehen könnte, nämlich mit Es war einmal, das finde ich auch bemerkenswert. Trotzdem die Frage, wie geht es Ihnen mit Märchen? Mögen Sie Märchen? Ja, natürlich. Ich mag es nicht. Ich komme darauf an, welche Märchen? Grimms Märchen. Die Klassiker. Also vielleicht liegt es daran, dass ich nie eine Mutter hatte, die so wunderbar Märchen erzählen konnte, wie offenbar die ihre. Ich glaube, dass Märchen eigentlich nur erzählt werden sollen. Ich würde nie ein Kind ein Märchen vorlesen. Mhm. Das würde ich nicht tun. Mhm. Aber ich weiß ja gar nicht, ob meine Kinder Märchen wollten. Also sehr versessen darauf waren sie nicht. Ja, sonst wären wir das in Erinnerung. Aber ich habe es wahnsinnig gern gehabt. Nur meine Mutter als gute sozialdemokratische Kindergärtnerin hat die Märchen eigentlich relativ sinnlos gemacht, weil sie alles Böse tilgte. Wie war das dann mit Hänsel und Gretel und der Hex zum Beispiel? Na, die haben sie im Wald verlaufen und die Eltern haben sie eh gesucht und dann haben sie es gefunden. Das mit dem irgendwie, das Rotkäppchen wollte es nie erzählen. Weil das Rotkäppchen, da ist ja nichts eingefallen, was da anstelle des Auffressens macht. Und was mit dem Rumpelstilzchen passiert ist zum Beispiel? Das hat sicher auch nicht zerrissen, das Rumpelstilzchen. Das weiß ich nicht mehr. Na gut. Aber ich habe das Rumpelstilzchen einmal fertig geschrieben. Nämlich bei mir geht das Märchen vom Rumpelstilzchen dann so aus, dass der König ja immer geldgieriger wird und das Rumpelstilzchen dann immer im Schloss sein muss und spinnen muss. Und da ist sie jeden Abend bei der Frau Königin und dann kommt die Königin drauf, dass das Rumpelstilzchen ja eigentlich immer nur Gutes tat und der König so böse ist. Und dann sagt das Rumpelstilzchen, dass du endlich kapierst, wo die wahre Liebe wohnt. Und von da an gebar die Königin alle Kinder dem Rumpelstilzchen. Und der König kam vor lauter Geld ausgeben nicht dazu, sich darüber zu wundern, dass seine Frau jetzt lauter Zwerge gebar. Ja. Wo kann man das nachlesen? Da gibt es ein dickes Buch, das ist im Moment vergriffen. Ah, ja. Aber es erscheint wieder neu, das heißt Ein und Alles. Da habe ich Märchen umgeschrieben. Sehr schön. Was haben Sie gelesen als Kind? Nicht viel. Also Nazi-Bücher duldete meine Mutter nicht. Da war ich ja sogar Gram, denn einmal haben wir in der Schule eins geschenkt gekriegt. Da ist in Goldbuchstaben drauf gestanden, Mutter erzählt von Adolf Hitler. Und das war in rotes Leinen gebunden. Und das Rot hat mir gefallen. Und ich kam heim und habe ihr das strahlend gezeigt und sie hat das bockt und hat versucht, das zu zerreißen und das ist nicht zum Zerreißen gegangen. Und dann, wir haben noch eingekatzt gehabt, das war da vor Hitlers Geburtstag im April. Und dann hat sie es in den Ofen gesteckt und verbrennt. Also da hatte ich nicht viel. Ich hatte ein großes Buch, Sang und Klang fürs Kinderherz. Das war kein Nazi-Buch.
Nein, war so aus den 20er Jahren gewesen sein oder irgend so wie mit sehr traurigen Bildern. Aber das hat mich nicht irgendwie sehr beeindruckt. Und dann hatte ich, das muss auch noch zum, in Kriegszeiten gewesen sein, aber ganz, so, ich glaube schon 45, habe ich beim Herrn Bechtloff, unseren Antiquar, ein Buch gekauft, das um eine Mark, das Tagebuch der Gräfin Bileschowska. Und der Gräfin fehlte das Mittelstück. Das war so ein dicker Liebesschinken, ich glaube 700 Seiten dick und die mittleren 200-300 haben gefehlt. Und ich habe mir beim Lesen so schwer da, weil das war Fraktur gedruckt und ich habe immer die F mit die S verwechselt, bis ich endlich kapiert habe, was da gespielt wird bei der Fraktur. Und auf der letzten Seite vom ersten Teil, den ich hatte, war die Gräfin in Moskau in einem Kloster unter der Gewalt von so Rasputin-artigen Mönchen, mir sind es gewesen sein. Und auf der ersten Seite, die ich wieder gehabt habe, war es die Geliebte von einem Grafen in Paris. Und ich habe das. Da ist einiges passiert dazwischen. Ich habe jahrelang in dem Buch gelesen, weil ich es gekriegt habe mit 8 Jahren, habe ich wahrscheinlich nur ein paar Seiten gelesen. Aber oft dann, wenn ich so krank war und irgendeine Grippe hatte, also mit 10, 11, 12 Jahren, dann bin ich im Bett gelegen und habe mir überlegt, wie die Gräfin vom russischen Kloster nach Paris kommt. Das war eine sehr schöne Überlegung. Ich hab mir da, weil es eine gemeinsame Lektüre-Erfahrung ist, aufgeschrieben, Krippel, Krappel, Kugelhund. Ja, das waren... Können Sie sich erinnern an das? Das waren so Hefteln. Genau, das waren so dünne Hefte. Die habe ich in meiner, glaube ich, in der zweiten Volksschule, habe ich Krippel, Krappel, Kugelhund gelesen. Sie noch immer? Ja. Ja. Ja, unser Schulsystem, gut. Also meine Töchter nicht mehr. Sie müssen eine sehr antiquierte Schule gehabt haben. Land, ja, hinten. Ja. Wobei die Bücher von Annelies Umlauf-Lammatsch, ja, die haben den Weg zu uns aufs Land nicht gefunden. Die kennen Sie sicher, oder? Die kenne ich, ja. Wie heißt es? Putzi das Teufelchen oder Schneemänner? Schneemänner, ja. Peter in irgendeiner Stadt. Katzenstadt, Peter in der Katzenstadt. Ja. Das habe ich aber als Kind alles nicht gehabt. Das hat es im Krieg anscheinend nicht mehr zum Kaufen gegeben. Und wahrscheinlich ist das im Krieg auch nicht mehr gedruckt worden. Und dann halt nach dem Krieg habe ich dann die ersten Kästner-Bücher und so dann schon gehabt. Und dann war ich halt schon sehr snob, so mit 13 Jahren oder so. Genau, dann Karl May haben Sie nicht gelesen? Nein, mein Papa hat gesagt, das ist nichts. Und das habe ich einfach, wenn der gesagt hat, das ist nichts, habe ich nicht einmal reingeschaut. Außerdem ist mir dieses Getue in meiner Klasse so auf die Nerven gegangen, mit diesen, wenn sie da diese ellenlangen Namen so runtergeratscht haben. Und hat dann, alle vor mir von ja, und dann, ich habe, gestern habe ich 200 Seiten gelesen und vorgestern habe ich 100 Seiten gelesen und das wollte ich alles nicht. Mir liegt alles fern, was irgendwie so nach Fan ausschaut. Und ich bin auch von einem Autor kein Fan und die haben also eine Karl-May-Verehrung an den Tag gelegt, die hat mir einfach nicht gefallen. Hat es trotzdem sowas wie Lieblingsbücher gegeben? Naja, sehr früh habe ich dann, ja, wirklich lächerlich, es wird von mir erzählt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich habe so einen Hubertus-Mantel gehabt und da habe ich einen Schopenhauer ausstehen lassen. Also ich habe ganz gewiss mit 13 Jahren nicht Schopenhauer. Und das heißt, ich wollte gerade sagen, mit Schnösel hat das nichts zu tun gehabt. Nein, aber da bin ich mir halt gut vorgekommen, weil ich damit herumgegangen bin. Aber sehr bald habe ich dann schon Erwachsenenbücher gelesen, weil das erste Erwachsenenbuch, was ich richtig gelesen habe, war, ich wollte also unbedingt wieder so einen Kästner haben und
Da hat es halt keinen Neichen gegeben, ist noch nicht wieder aufgelegt worden. Und da hat man in der Bücherei Last, der alte Buchmensch, gegeben, ein Buch, weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Das ist auch der Kästner, hat er gesagt, und hat mir den Fabian gegeben. Und ich mit meinen 11 Jahren, ich armes Kind, habe den Fabian gelesen und ich habe so eine Wut auf den Kästner gekriegt. Denn auf der letzten Seite ist ja alles noch Happy End. Nicht? Und dann völlig ist noch, sind 3 Sätze noch dort und da steht dann, dass ein Kind ins Wasser springt und der Fabian springt ihm nach und dann steht lapidar, der Knabe schwamm ans Ufer, Fabian ertrank, denn er konnte nicht schwimmen. Und ich habe das einfach, da habe ich das erste Mal kapiert, was ein Schriftsteller eigentlich ist. Dass das in den seiner Macht ja liegt, den entweder da sterben zu lassen oder leben zu lassen. Und ich war so bitterbös auf den, dass er den sterben lassen hat. Damit sind wir bei einer Frage, die ich Ihnen auch stellen wollte und die im weiteren Sinn mit dem Politischen im Kinderbuch zu tun hat. Was halten Sie von der Idylle? Oder in dem Fall könnte man sagen, vom Happy End? Also, die Idylle brauche ich nicht. Das wirkliche Happy End im Kinderbuch brauche ich auch nicht. Aber ich glaube, ich brauche, oder meine Leser brauchen, irgendwo ein bisschen einen Hoffnungsschimmer. Ich habe schon Bücher geschrieben, wo man nicht weiß, wie das ausgeht. Also das zum Beispiel, ich glaube, in der Hand steht dann, es wird darauf ankommen, ob die Mama heimkommt und merkt, oder ob rechtzeitig der Arzt kommt und der rechtzeitig ins Krankenhaus kommt oder ob er sie wirklich umbringt. Das geht, das ist das Äußerste, was ich meinen Lesern zumuten will. Mein Gott, ich denke mir zwar, es gibt natürlich Kinder, die Selbstmord begehen. Daher ist es eigentlich auch zumutbar, dass andere Kinder davon lesen. Aber ich möchte es lieber nicht tun. Haben Sie die für mich die beiden Klassiker, die davon erzählen, also die Brüder Löwenherz und Mio, mein Mio, haben Sie die mögen oder mögen Sie die beiden Bücher? Nicht sehr. Na? Na. Weil sie so traurig sind? Nicht, weil sie so traurig sind, weil ich es eigentlich, aber ich kann jetzt nicht so gut darüber reden, weil das ist schon so lang her, dass ich das gelesen habe. Mir liegt alles, was nach Fantasy hingeht, liegt mir nicht. Das ist einfach nicht meins. Ich habe auch fantastische Elemente, die benutze ich gern, aber damit will ich etwas sehr Irdisches transportieren. Und dieses ganze Erschaffen von anderen Welten, wie eben zum Beispiel in den Brüdern Löwenherz, oder frage ich mich, warum die Welt, auf der wir leben, ist eh so schwierig und ich hätte gern, dass Kinder sich auf dieser Welt auskennen und nicht in eine andere Welt einsteigen. Ja, ich habe das der Lindgren, oder ich nehme es ja schon ab, wenn ich das lese, dass es Kinder gibt, denen keine andere Wahl bleibt, als dorthin zu gehen. Oder bei mir ist ja das Gleiche. Ja, ich würde auch nie sagen, dass die schlechte Bücher sind, aber es liegt mir halt nicht. Ja, zurück zur Idylle. Eins der Bücher, die ich nochmal gelesen habe, jetzt in Vorbereitung, war das Austauschkind. Erstens ist es ein unglaublich kinderpsychiatrisches
Buch, dieser Jasper, der verhaltensauffällige Gast aus England. Und und das finde ich sehr bewundernswert, dass die Idylle oder das Ideal oder die Art, wie es auch und besser sein könnte, wie das quäntchenweise ganz in kleinen Portionen in diesem Buch stattfindet. Aber es findet schon statt. Das heißt, das ist sozusagen Idylle in verdaubaren Happen. Naja, Idylle, unter Idylle versteht ich eigentlich ein bisschen was anderes. Es ist eine Durchschnittsfamilie, soweit ich mich erinnern kann in dem Buch, mit einer sehr ehrgeizigen Mutter, der Rechtsgeschichte, dass dieses furchtbare Kind da geliefert kriegt. Weil ja, aber die macht ja auch eine Wandlung durch, diese Mutter der Rechtsgeschichte, oder? Ja, natürlich macht die auch eine Wandlung durch. Mir wird immer noch gesagt, dass ich lauter so böse Mütter habe und so nette Väter. Ich finde das sehr okay. Aber ich habe mich da verändert. Am Anfang, für den Anfang stimmt es. Da gab es immer furchtbare Mütter und nette Väter, aber seit meine eigenen Töchter erwachsen sind, gibt es bessere Mütter. Es war ja nicht, dass ich auf andere Mütter schimpfen wollte, sondern ich habe mir in der Betreuung meiner Töchter zugeschaut und habe sehr viel von dem beschrieben, was ich tue. Und das waren dann die fürchterlichen Mütter. Na, man muss sich doch nur einmal zuschauen, wenn man eine Mutter ist und zum Beispiel auf ein Kind hinkeift und zufällig einen Blick in den Spiegel erhascht. Ja, gut, aber das mit dem Austauschkind versteht, das heißt, das ist Literatur als Selbstbestrafung, oder? Nein, aber einfach, ich war in der mütterlichen, solange ich in der mütterlichen Situation war, habe ich also meine Rolle irgendwo auch beschrieben in diesen Müttern. Entwaffnend ehrlich, unglaublich. Das Politische, ganz... Ja. Schule, gehört das dazu? Wie? Zum Politischen im weiteren Sinn. Die Schule? Ja, die Schule ist ja etwas, das bei Ihnen immer wieder vorkommt. Naja, das muss man, wenn man Kinderbücher schreibt. Nein, man kann, und die Mütter kommen auch immer wieder. Man kann auch eine Feriengeschichte schreiben, ja. Aber meistens kommt Schule vor. Im Kinderbuch gibt es immer drei Sachen. Liebe, Eltern, Schule. Ne? Ist mein Eindruck richtig, dass die Schule durchaus in einer gewissen Tendenz immer vorkommt? Oder die Lehrer? Das behaupten Lehrer. Aber ich habe das, hab das schon ausgezählt, bitte. Lehrer, erklär mir, in diesem Buch kommen die Lehrer so schlecht weg. Und dann zähle ich in dem Buch zusammen, es gibt genauso viele nette Lehrer. Aber die Lehrer anscheinend, denen fällt nur auf, wenn man halt einen bissig beschreibt. Und ich muss wirklich sagen, also was ich von meinen Töchtern geliefert bekam, an Lehrern. Realen. An realen Lehrern, das traue ich mich im Kinderbuch gar nicht beschreiben, weil mir es keiner glaubt. Wirklich? Herrn Lateinprofessor, der mündlich prüft, in dem da Pult steht und da Pult und der Schüler muss sich dazwischen hinsetzen und er stellt sich in diesen Pultschlauch. Hinein, in die Schlucht. Ja, in die Schlucht. Ja. Na, wenn ich das beschreibe, sagen alle, ich bin. Sind Sie in die Schule gegangen und haben Sie aufgeregt? Nein. Meine Tochter wollte es nicht, weil sie hat gesagt, der ist bei den Kollegen eh so schlecht angeschrieben und der schaut immer, dass der Notendurchschnitt nicht auf 4 hingeht und gibt immer gute Lateinnoten und das ist ihnen lieber.
kommt er vor in einem der Bücher? Nein, der nicht, weil... Er kommt schon vor, weil er hat auch gern über die Kriegskunst der Römer geredet. Irgendwo habe ich das verwurstet. Verstehe. Diese ganzen Fachausdrücke, ja, die dann meine Tochter kennt hat, über die gewissen Rutenbündel und weiß gut was, was da alles gegeben hat bei den römischen Legionären. Die Starken und die Schwachen? Mir fällt noch was zur Schule ein. Gut. Nämlich... Ich habe ein Buch geschrieben, Stundenplan heißt es. Da war meine jüngere Tochter 13 Jahre alt. Und das hat man damals gemerkt, es geht um die Lehrer in der Maroltinger Gasse. Bitte, und 20 Jahre später, das Gerücht hat sich gehalten, dass das, sagen mir Kinder aus der Maroltinger Gasse, ja, das ist eben unsere Schule, wir erkennen unsere Lehrer wieder. Sind ganz andere, aber... Es gibt sowas wie den Geist einer Schule. Ja, so, es ist halt so, ich kann es nicht beurteilen. Jedenfalls glauben sie, ihre Lehrer wiederzuerkennen. Die Starken und die Schwachen. Muss man als Kinderbuchautor auf Seite der Schwachen sein? Ich bin überhaupt als Mensch auf Seite der Schwachen. Man muss das nicht, man kann auf Seite der Starken sein, aber das ist nicht meine Seite. Ja, gut. Ich habe immer, so für mich in meiner eigenen Lektüre-Erfahrung, waren die Kinderbücher immer die akzeptabelsten, in denen die Eltern gar nicht vorgekommen sind. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Nur ist bei mir Ihnen da, kommt es schon vor, so wie in der Schule? Ja, nur ist man da halt als Autor sehr eingeschränkt. Nicht? Oder man erfindet überhaupt ganz fantastische Geschichten. Aber wenn man das schreibt, was man sozusagen Umweltgeschichten nennt, wird man um Eltern nicht oder um Erwachsene nicht herumkommen. Nicht? Mhm. Aber ich glaube schon, dass das ein Kind am meisten Spaß machen kann. Wenn die Eltern fehlen. Wenn die fehlen, ja. Gibt es eine Tendenz bei Ihnen, wie Sie mit Eltern umgehen? Nein. So wie Sie sagen, als Mensch stehe ich auf Seite der Schwachen, so stehe ich auch immer auf Seiten der Kinder und die Eltern sind die Bläden? Nein, das glaube ich nicht. So geht es bei mir nicht so. Nein. Nur manchmal. Manche Eltern sind auch blöd, ja. Aber in dem Maß, wie ich manche Eltern für blöd finde, kommen sie bei mir im Kinderbuch nicht vor. Und im Kinderbuch eigentlich noch weniger, weil es braucht ja ein gewisses Alter, um überhaupt... die Blödheit von den eigenen Eltern nicht nur zu akzeptieren, sondern überhaupt zu erkennen. Ich meine, ein 6-7-Jähriger ist so abhängig von seinen Eltern, der würde ja psychisch zugrund gehen, wenn der sagt, was sind denn das für grausliche Typen, bei denen ich lebe. Das kann ja ein 6-Jähriger nicht, oder? Also wenn ich wieder Astrid Lindgren, wenn ich an den Michel aus Löhneberger denke und an die Art, wie der Vater da dargestellt wird, das kann ein 7-Jähriger schon auch lustig finden, glaube ich, oder? Obwohl naja, der wirklich nicht gut wegkommt. Naja, aber das ist doch ein harmloser Typen, der Vater. Aber so sehr hell auf der Platte ist er nicht, oder? Ja, bei Michel aus Löhneberger. Nein, natürlich gibt es grauslichere Väter, klar. Ist eigentlich gar nicht wirklich hell auf der Platte. Naja, ja. Der Bub selber vielleicht, so ein bisschen schlau. Ja, aber wenn man sich eine Suppenschüssel aufsetzt und immer... nicht mehr rausgekommen, ist man auch nicht ganz hell auf der Platte.
Ich möchte jetzt noch zu einem Thema, das auch mit dem Politischen jetzt im oder mit dem Politischen und dem Literarischen zu tun hat, nämlich zur Frage der Political Correctness, sprich zur Frage der verbotenen Worte. Ja, habe ich schon sehr viel Schimpf darüber einstecken müssen, dass ich meine, man kommt in einem alten Buch mit einem Sternerl und darunter, dass das früher ein ganz normaler Ausdruck und kein Schimpfwort ist, damit sollte man auskommen. Das verstehen anscheinend viele Leute nicht. Aber es geht, kein vernünftiger Mensch sagt halt Neger, sondern sagt Schwarzer. Aber wenn ich jetzt eine Geschichte von früher beschreibe, zum Beispiel mein Großvater war bei Gott kein Rassist, aber er hat noch nie in seinem Leben einen Schwarzen gesehen gehabt. Und im Jahr 1945, als die US-Soldaten da waren, ging er halt auf der Otterkringer Straße und hat einen Schwarzen gesehen und ist völlig fasziniert heimgekommen, hat sich hingesetzt und gesagt, ihr wisst ja gar nicht, was ich jetzt gesehen habe. Jetzt habe ich einen Neger gesehen. Ja, wie soll ich das sonst beschreiben? Ich kann es ja nicht anders beschreiben. Aber das ist halt nicht so, ist ja auch nur im Kinderbuch so. Da haben wir wieder, das sind Kinderbücher Literatur. Also für mich ist das keine Frage, natürlich sind sie es. Naja, aber und dann... Und keine Pädagogik zu... Für Menschen, die meinen, und auch für die Verleger, die das machen, dass man in den Kinderbüchern, in den Texten diese ganzen Wörter eliminieren müsste, scheint es anscheinend nicht Literatur zu sein, sondern halt so pädagogisches Handwerkszeug. Nicht? Sonst, und da gibt es ja die absurdesten Blüten. Mir hat einer nachgesagt... Der Gurkenkönig, die Gurkenkönig-Geschichte. Ja, ja. Dass ich ein antisemitisches Machwerk geschrieben habe. Den Gurkenkönig. Ich glaube, der hat Mensch heißt Professor Queckenstein. Ich habe damals für dieses Volk, das sich im Keller erhebt, einen Namen gesucht und habe Große Lang gelesen und da kommt Kumi Ori vor. Da ich nicht Hebräisch kann, habe ich die Mira Lobe gefragt, was heißt denn das? Und die hat zu mir gesagt, das heißt, erhebet euch. Da habe ich gedacht, das ist ein guter Name für meine Kellerlinge und waren eben die Kumi Oris und der Einfachheit halber habe ich den König Kumi Ori den Ersten genannt. Und der Herr von Queckenstein erklärt jetzt, das ist aus irgendeinem Hohelied und das heißt, bezieht sich auf Jerusalem, Jerusalem erhebe dich. Und ich habe geschrieben, wir pfeifen auf den Gurkenkönig und damit meine ich, wir pfeifen auf Jerusalem. Politik ist alles schlüssig, sehr schlüssig korrekt. Argumentiert. Ja, schlüssig argumentiert, ja. Und ich glaube auch zu wissen, warum so argumentiert, weil ich eine Woche bevor er das geschrieben hat, ist in einer deutschen Zeitung, die heißt Der Freitag, Interview mit mir erschienen und da nahm ich halt zur Nahostlage Stellung, wie es in Herrn Queckenstein nicht passt hat, aber... Das passiert heute. Ja. Ja. Es gibt ja, also am bekanntesten vielleicht bei den Abenteuern des Huckleberry Finn, den Versuch, den Huckleberry Finn ohne den Begriff Nigger, wie ihn der Huck Finn verwendet für seinen Freund Jim, ohne den Nigger zu schreiben. Und das funktioniert einfach nicht, weil die Figur ganz andere wird. Wenn man da irgendwie Schwarzer oder wie auch immer schreibt. Es geht ja so darum, zum Beispiel... Dann haben sie herumbastelt beim Strubelpeter. Nicht? Es ging spazieren vor dem Tor ein kohlbegraben schwarzer Moor. Es werden mal Tor und Moor umändert. Dabei, ich meine, die Geschichte ist rassistisch, ja? Aber nicht das Wort Moor. Rassistisch ist daran, dass die Geschichte
erklärt, die Weißen sind die besseren Menschen, nicht? Genau. Das heißt, verlassen sollte man sich sowieso auf die Differenziertheit und Behutsamkeit der Autoren und auch auf die Differenziertheit und Klugheit derjenigen, die die Bücher vorlesen und lesen. Ja. Gut. Am Schluss noch ein paar Fragen. Ja. Ganz kurz, so quasi, was ich Sie immer schon fragen wollte. Okay. Dass ich Astrid Lindgren gern gelesen habe, ist eh nicht verborgen geblieben. Sie haben es kennengelernt. Ja. Wie war Astrid Lindgren? Eine sehr gescheite, witzige, dazu auch sehr eine liebe Frau. Ich glaube, beim Ernst Bloch steht das was, vom warmen Strom. Der kam von ihr entgegen. Sie konnte einmal so wirklich hundertprozentig vermitteln, dass sie einen mag. Und das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Nicht? Mhm. Mhm. Und eine sehr geduldige Person war sie auch. Die hat sie noch mit 90 Jahren herumschleppen lassen vom Verlag. Die arme Frau hat nichts mehr gesehen, hat nichts mehr gehört. Also zuerst hat sie nichts mehr gesehen, hat ihn nur an der Stimme erkannt. Dann hat sie aber auch nichts mehr gehört. Und trotzdem hat sie das alles über sich ergehen lassen. Ich habe etliche Male zu ihr gesagt, was tust du das auch? Und jetzt hör doch auf damit. Naja, sie haben gesagt, ich soll da kommen und sie brauchen meine Hilfe. Also sie war schon ein sehr eingütiger Mensch. Das heißt, wir haben noch einiges zu erwarten. Ich wäre nicht 95. Ist sie 95 geworden? Ich glaube, 97 ist die Astrid geworden. Mhm. Ja. Auch so eine Frage. Ich selbst ein Diener zweier Katzen bin, ja. Welche Bedeutung haben Katzen für Sie? Ich habe lange Zeit immer wieder Katzen gehabt, bin aber nicht auf gleich gekommen mit ein Haus am Land und einer Wohnung in der Stadt. Die Katzen wollten dann nie in der Stadt sein, die waren dann immer am Land und dann wurden sie vom Jäger erschossen immer wieder. Das ist auch nicht sehr lustig, wenn der Jäger die Katzen erschießt. Außerdem, wir haben es dann oft Alarm laufen lassen, dann hat es müssen wer füttern und mit ihnen gut und nett sein. Und dann sind aber auch die fremden Katzen ins Haus gekommen und die Kater haben das ganze Haus markiert. Das ist auch nicht sehr lustig, wenn man dann auf der Suche ist, wo der wieder markiert wurde. Und jetzt bin ich einfach zu alt für Viecher und in der Stadt will ich keine Viecher haben. Ich kenne Katzen, wie sie sich am Land benehmen und ich weiß, das ist ein bestes Leben. Ich würde einer Katze nie ein Stadtleben antun. Die Katzen, die man in ihren Büchern begegnet, sind meistens ziemlich ausgefressen. Rühren sie nicht und sagen nichts. Sowas wie Inspiration durch Katzen haben sie nie erlebt. Naja, die feuerrote Friederike hat einen Katzenkater. Ah ja, der schnurrt nur erst dann, wie die Tante das Richtige aus dem roten Buch vorliest. Ja. Sonst sagt er nichts die ganze Zeit. Nein, der ist ideologisch, ist der sehr firm. Ich habe sogar einmal ein ganzes so ein Büchlein geschrieben, ein Kater ist kein Sofakissen, ja. Glaube ich, ja. Also sie inspirieren mich zumindest dazu, dass sie bei mir vorkommen. Hunde kommen eigentlich nie vor, glaube ich. Nein. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo einen Hund habe. Oh ja, der Hund kommt, noch ein ganzes Buch über den Hund. Ja, also das ist in die Situation möchte ich einmal kommen, dass ich so viel geschrieben habe, dass ich meine eigenen Bücher vergesse.
Naja, aber der, na, den Spruch vergisse ich nicht, das habe ich sogar sehr gern. Aber der ist ja kein richtiger Hund, der schaut ja nur wie ein Hund aus. Und ideologisch? Das habe ich nicht gelesen, daher weiß ich es nicht. Na ja, da geht es eher um Freiheit. Und das heißt, er ist ideologisch in Ordnung? Ja. Ja. Positive Figuren sind bei mir immer ideologisch in Ordnung. Okay. Haben Sie eine Meinung zu Harry Potter? Ist gut, ja, aber ist nicht meins. Also erstens einmal ist er viel schöner zu lesen auf Englisch. Man muss das auch verstehen, dass die deutschen Übersetzungen durch dieses ganze Marketing um den Harry Potter herum, müssen ja die unheimlich geschwind übersetzt werden. Da sitzen ja oft 7, 8 Leute dran, die dann in einer Woche den ganzen Harry Potter übersetzen, ja, den ganzen Band. Aber der ist nicht schlecht, aber es ist nicht meins. Diese ganzen Fantasy-Geschichten. Aber von allen Fantasy-Geschichten, die ich je gelesen habe, also ich habe nur 2 Harry Potter gelesen, aber von allen Fantasy-Geschichten, wo ich sonst so reingeschaut habe, ist die sicher um Meilen besser, wie die Epigonen, die dann hinterher arbeiten. Gut. Christine Nöstlinger ist definitiv unseres. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. War mir auch ein Vergnügen. Mir auch und ich hoffe Ihnen auch. Die Bücher gibt es hinten und ich glaube, Sie sind gern bereit zu signieren. Aber ja. Dankeschön. Ja.